Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute der Unterschied zwischen einem Regelungssystem und einer Steuerung. Wenn Sie das interessiert, das ist Grundlagenwissen Ingenieurtechnik, brauchen Sie aber auch für die Energiewende, dann hören Sie mir weiter zu. So, was haben wir? Wir haben so ingenieurtechnische Begriffe. Das ist ja ein Ingenieurkanal und die sollte man meines Erachtens auch begreifen. Wo ist der Unterschied zwischen einer Achse und einer Welle? Beispielsweise, also nicht die Wasserwelle, sondern eine Welle. Eine Welle ist eine Achse, die sich dreht. Eine Achse steht immer fest, eine Welle dreht sich. Das ist so eine maschinenbautechnische Unterscheidung. Und von dieser Seite ist die Tretlagerachse beim Fahrrad auch keine Tretlagerachse, sondern eine Tretlagerwelle. Falscher Begriff. Genauso haben wir hier Regelung und Steuerung. Die dürfen wir nicht durcheinander bringen. Und zwar, wo unterscheiden sich beide, was eigentlich gar nicht so schwierig ist? Sie gehen an Ihre Dusche und drehen das warme Wasser auf. Und dann kommt hinten das warme Wasser raus und damit ist das gut. Und das da vorne drehen Sie quasi eine Steuerung auf. So, und jetzt spinnen wir aber die Sache weiter und dann halten Sie vorne die Hand hin und sagen, jetzt wird mir es zu warm. Da muss ich jetzt noch ein bisschen kaltes Wasser dazu drehen, damit es richtig ist für mich. Und damit wird es quasi zur Regelung. Das ist dann keine elektronische Regelung, sondern unsere manuelle, menschliche Regelung. Also Steuerung ist immer nur in eine Richtung. Das Lenkrad steuert, was eigentlich auch nicht so richtig ist, weil, ja gut, das Lenkrad steuert und da hat man dann die Lenkkräfte, die dann je stärker das Ding sind, ist eigentlich auch ein bisschen über die Kraft, wird dann auch geregelt. Was haben wir beispielsweise, ja gut, und bei der Energiewende, da haben wir auch eine Regelung, und zwar... Denn Energie muss dann bereitgestellt werden, wenn die Verbraucher sie abziehen. Ja, und da habe ich wenn ich abends die Nähert anschalte, die ganz Deutschland, dann müssen Kraftwerke mehr leisten. So. Und dann wird geregelt übrigens über die Netzfrequenz. Also man sagt, unser Netz hat eine Frequenz von 50 Hertz, also 50 Mal wechselt das Plus- und Minuspol. 50 Mal sagt man, aber das stimmt nicht ganz. Die Netzfrequenz ist eigentlich, wie heißt jetzt Regelgröße oder irgendwas, oder Regelparameter. Und zwar, wenn die 50 Hertz abfallen auf 49,9 Hertz oder sowas, dann weiß der Netzbetreiber, oh, jetzt muss ich noch ein Kraftwerk zudrehen. Muss ich noch Kraftwerk einschalten oder muss die Kraftwerke hochstellen, damit der Verbraucher auch seinen elektrischen Strom kriegt. Umgekehrt, wenn die Netzfrequenz über 50 Hertz auf 50,05 oder was steigt oder sowas um den Dreh, dann weiß der Netzbetreiber, oh, jetzt habe ich zu viel Strom im Netz, jetzt drehe ich runter, jetzt schalte ich ein paar Windkraftanlagen ab oder wie auch immer oder muss jetzt nicht mehr mit Wasserkraft nachschießen und so weiter. Das ist diese Regelung über die Netzfrequenz. Also eigentlich müsste ich wissen, wie das 50 Hertz heißt. Da müssen wir mal im Internet gucken. Das habe ich vergessen über die Jahre. Ich weiß halt, wie es funktioniert und ich weiß, wo ich nachgucken muss. Auch wichtig, Sie müssen immer wissen, dass es überhaupt so einen Effekt gibt und wo man nachgucken muss. Man muss nicht alles im Kopf haben, man muss wissen, wo man es nachliest. Das steht in Wikipedia auch richtig drin, im Allgemeinen. So, das ist das, was wir für die Windkraft und was passiert. Und was ganz wichtig ist, so eine Regelung kann auch instabil werden. Es gibt zwei Optionen. Und zwar zwei Optionen. Wenn Sie zu schnell versuchen nachzuregeln, dann kann das System durchgehen und dann fängt das System an zu flattern. Da fehlt dann das Dämpfungsglied. Sie haben in jeder Regelung, sollten Sie eine gewisse Dämpfung drin haben. Und wenn Sie nicht mehr genug dämpfen, dann wird es instabil. Und dann sind natürlich beim Stromnetz, wird das nicht funktionieren. Aber wenn Sie mal gucken, Tahoma Bridge, das wurde angefacht und gibt dann einen Kollaps und dann geht alles kaputt. Dann wird das System wird immer Energie reingepumpt, fällt mir jetzt nichts ein, was ist, oder andere Möglichkeit, Sie erreichen die Regel, die eine Anforderung ist nicht zu erreichen. Das könnte bei unserem Stromnetz passieren. Ich möchte Ihnen das an der Windkraftanlage erklären, was unserer Firma passiert ist. Und zwar haben diese ganz schlauen Ingenieure Windkraftanlagen nach Südspanien verkauft,
in einer Höhe von über 1200 Meter. Man weiß, Südspanien ist warm und 1200 Meter ist die Luft auch nicht. Die Luftdichte, die normalerweise im Normbereich 1,225 ist, die ist auf 1200 Meter geschätzt 1,05. Und wenn dann noch drauf kommt, eben 30, 35 Grad im Hochsommer, liegt man bei geschätzt 0,9, 0,92. Und dann hat in dem konkreten Fall, hat die Windkraftanlage überhaupt nicht mehr die Leistung bringen, also die war auf 2,5 Megawatt Anlagen waren das, und die hat dann von der Physik her, weil die Luft einfach zu dünn war, nur noch 2, bei den langsamen Motoren, hat die nur noch 2,4 Watt, hätte die theoretisch geschafft. So, und jetzt steht das Regelsystem da, die dreht sich mit der richtigen Geschwindigkeit und weiß nicht mehr weiter. Und dann flippt das Regelsystem aus, weil es irgendwas dann macht, weil ja das für diesen, weil das außerhalb der Grenzen quasi ist, für das es überhaupt ausgelegt ist. Und dann ist tatsächlich ein Ruderblatt weggeflogen bei der ganzen Aktion. Weil, und dasselbe Problem kann Ihnen auch passieren bei der Energie, wenn nicht mehr genug Energie da ist, wenn wir jetzt unsere Atomkraftwerke abstellen, wird es gesichert passieren. In dem Sommer war es nicht so, den Frühjahr war es noch nicht so. Jetzt stellen wir unsere Atomkraftwerke ab. Unsere ganzen Nachbarstaaten bitten uns flehentlich, hängt, lasst die Dinger am Netz. Deutschland will, wie üblich, als Sonderweg. Die Deutschen wissen alles besser. Unterschied zwischen Deutschen und lieben Gott. Lieben Gott weiß alles, der Deutsche weiß alles besser. Und nun nehmen wir alle Kraftwerke raus und drehen alles runter. Und jetzt, kann Deutschland nicht mehr genug Energie bereitstellen. Und was passiert? Die Netzfrequenz sinkt und sinkt und sinkt. Und irgendwann ist so eine Grenze. Es gibt dann auch Lastabwürfe. Also dann gehen große Firmen, wird einfach der Strom abgedreht erstmal, die so Aluminiumhütten und so weiter, aber die sind sowieso schon alle weg. Da gibt keinen Lastabwurf mehr. Also zum Beispiel Aluminium, da können sie nicht Energie sparen. Aluminium geht nur über Elektrolyse. So ein Elektrolysebad läuft oder es läuft halt nicht. Und wenn so große Firmen, das nennt sich Lastabwurf, da werden große Verbraucher werden einfach abgeworfen. Und wenn das nicht mehr reicht, dann gibt es ein Brownout, das ist ein lokaler Blackout oder ein voller Blackout. Wie so einer wieder hochzufahren ist, weiß kein Mensch. Aber hier geht einfach die Netzfrequenz unter einen gewissen Punkt runter. Das sagt das System, das ist dann auch tatsächlich dann abgefangen. Jetzt sind wir instabil und dann schmeißt es alles, macht es einen kompletten Lastabwurf. Und das ist dann, wenn ich ein Regelsystem außerhalb der Grenzen fahre, wenn ich einfach zu wenig Energie bereitstelle, dass das Ding überhaupt regeln kann. So viel zum Thema Regelsystem, Steuersystem, Energiewende. Ich hoffe, Sie haben es ungefähr verstanden, worum es geht. In diesem Sinne, euer Ingenieurkanal.